Nee, ist nur Lauftempo explizit, also nichts mit Bewegen insgesamt. Ja. Ich kann mein Lauftempo zwar erhöhen in der Zeit der Dilatation, aber offenbar nicht mein Zuschlagtempo. Oder mein Schießtempo oder was auch immer. Wobei ich finde, bei diesem Feature, wenn man es schon so einbaut, soll es auch von vornherein drin sein. Im Prinzip bringt mir das bloß was, um den Gegner mal kurz zu analysieren. Schwachstellen rauszufinden und fertig, und sein Leben sehe ich sowieso. Auch ohne die Analyse, daher. So halb sinnvoll, ne? Da fällt mir ein, ich wollte gucken, was meine Waffen überhaupt noch machen. Ich habe doch neue gekriegt. Gar nicht getan. 300, okay. 500 noch was. Da habe ich was deutlich Besseres. Deutlich. Das ist schwer und das ist bestimmt leicht. Natürlich ist das leicht. Ach, komm schon. Hat Taumel Level 18. Das ist 16. Das ist auch 16. Das ist trotzdem so viel besser. Krass. Machen wir es mal so. Wow. Sieht gar nicht so leicht aus eigentlich. Was mit dem Schwert? Auch viel. Also mein Schwert ist auch Mist, obwohl ich gerade eben nur damit zuhaue. Aber auch will ich ihn damit, ist das Ding besser. Also fast besser. Es ist halt nicht so ein hohen Level. Zu Boden wäre es ja auch nicht verkehrt. Verbrennen ist auch nicht verkehrt. Aber Blut ist auch nicht verkehrt. Aber das hier dürfte beides auch bei Maschinen funktionieren. Das Bluten definitiv nicht. Schwer. Schwer. Macht mehr Schaden, ist 20. 16 aber trotzdem. Denke ich, können wir auch umtauschen. Oder was, oder wie, oder wo, oder wer. Mal höhere Level, aber trotzdem schwächer. Oh, also das können wir gleich. Auch schön. Kann ich hier verkäufen. Aber ich denke, das soll ich echt auswechseln. Ich mag den Hammer nicht so gerne einfach. Ich höre echt lieber hier mit zu, und Bluten ist eigentlich ein cooles Ding. Wobei Verbrennen auch nicht schlecht ist. Das Ding ist auch mal wertvoller als der hier. Mag ja mal einfach am höheren Level liegen. Das ist dann relativ. Oh. Ah, ja, Punkt. Sehr geil. Also besseres Zielen möglich damit. Oh, der ist auch gut. Ah, schön stark. Bap. Ich glaube, wenn ich mir das für die Switch nochmal holen sollte. Was ich eigentlich immer noch vorhabe, aber momentan bin ich ein bisschen skeptisch. Die Performance, also ob das ein guter Port wird. Wenn er schon so lange braucht, was ich echt komisch finde. Da hat man das Gefühl, dass man sich nicht viel Mühe gibt. Oder Probleme hat irgendwie, die nicht zu erwarten waren, dementsprechend keinen guten Port kriegt. Egal. Wenn jetzt für die Switch hole, auf jeden Fall, auch wenn sie Zeit und das Geld zulässt, natürlich. Jetzt bin ich ja pleite, neuerdings. Werde ich vielleicht tatsächlich auf Fernkampf gehen, nicht auf Nahkampf. Jetzt zum Nachhinein, glaube ich, ist es durchaus. Zumindest was ist eine andere Spielerfahrung. Vielleicht unbedingt geiler, aber schaden kann es auch nicht. Ach, komm schon. Hier habe ich so eine Schlüsselkarte. Wo kommen die alle her? Komme ich da rein irgendwo? Sieht bald so aus. Nee. Aber über die Brücke musst du gehen. Bleib auf keinen Fall hier stehen. La 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 la. Was? Ich höre Dinge, aber ich sehe. Ach doch, da. Ich hasse, dass man Dinge nicht sieht, wenn man sie hört. Zur Strafe musst du jetzt leiden. Aber nur kurz. Oh, und du auch jetzt natürlich. Ich weiß, sie trifft gar keine Schulter, hat mir nur geschlafen. Aua. Das hätte wahrscheinlich kein Geräusch gemacht. Ah, es haut so schön viel. Also, ich mag es lieber. Auch wenn es ein bisschen weniger Schaden pro Sekunde macht. Es haut einfach so viel besser zu und so viel schneller als der Hammer. Ich bin langsam irgendwie. Oh, ein gebrochenes irgendwas habe ich gerade gehabt. Ist weg. Also man hat das schönere Spielgefühl dabei mit so einem Geschwindigkeitsdingen. Wobei man auch sagen muss, bei mehr Angriffen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es sich auch eher abnutzt und eher repariert werden muss. Als Downside dann. Natürlich auch nicht ganz optimal, letztendlich, aber meine Güte. Ich mag es einfach lieber als diesen Kolben, auch wenn, wie gesagt, an sich der Kolben natürlich viel stärker ist. Auch weil er einfach noch drei Level vor sich hat, bevor er den hier hat und trotzdem schon mehr Schaden macht. Aber dennoch. Ich bleibe jetzt erstmal bei dem Dingens hier. Nimm das! Bam, bam. Bam.
Zeitdilatation! Blute! Oh. Sie macht pro Schlag ungefähr 150 Schaden, wie es gerade ausgesehen hat. Ich weiß nicht, was die andere hat. Wahrscheinlich macht die andere tatsächlich dann. Ja, die haut ja langsamer zu. Also wahrscheinlich tatsächlich den Schaden, den sie mehr hat, macht sie auch pro Schlag. Und das hier auf 1,5 Schläge verteilt wohl so in der Richtung. Würde ich jetzt mal denken. Ohne es wirklich quantifiziert zu haben. Ja, da muss ich rauf. Aber hier ist ja kein Schienenweg. Die Karte lügt mich an. Unglaublich dreist. Oh, noch mehr von der Sorte. Hallo, Leiche. Ja, ja, ich weiß. Oh, da haut er ab. Ich habe ihn verschreckt. Geil. Ich weiß zwar nicht, womit. Ich habe so eine Fähigkeit nicht in meinem Messerchen drin, aber ich nehme es trotzdem. Aber bestimmt Sam oder so erst gemacht hat. Na, bist du nicht eine Königin? Wo ist deine Statusanzeige? Verdammt. Das Ding ist einfach zu groß, man sieht es nicht. So, man hat Schaden, wenn ich jetzt genau mache mit dem Ding. Aber nein, so wird das natürlich nichts. Wo ist dein Leben? Da. Das fühlt sich sehr viel geschmeidiger an und irgendwie auch stärker tatsächlich, wenn es tatsächlich nach Zahlen schwächer ist. Ich finde es einfach schöner, das Schwert, als alles andere. Schwerter sind tolle Waffen. Knüppel sind es nicht. Ich hätte mal ein paar XP für Quests, sonst level ich kaum noch hier. Ich bin schon gelevelt dieses Let's Play, so ist nicht. Und ich schaue noch einen zweiten Level, aber einen dritten würde ich wohl nicht schaffen. Oh, aua. Oh, oh, Achtung, Königin auf dem Weg. Ah, warte, ich muss ja noch das machen. Ganz vergessen. Moment, hier nicht angreifen von hinten, das ist gemein. Das muss nicht sein. Ausweichen, Rüstung erhöhen. Echt im Blick behalten so ein bisschen. Wollen wir auch die Leben, ich da mehr im Blick habe letztendlich. Oh, oh, apropos. F. Ist F nötig? Ich glaube nicht. Du da. Ist aber eine schöne Waffe tatsächlich. Hat auch ein schönes Schießgefühl. Oh, alle tot, außer mir. Hat ein schönes Gefühl, die Waffe tatsächlich. War bisher auch mal so ein Problem gewesen bei Fernkampfwaffen. Dass mir das Handling nicht so gefallen hat. Das ist bei dir gerade ganz anders. Das ist sehr schön. Schießt schön schnell, macht ordentlich Bumm. Auch wenn man das jetzt nicht so ein richtiges Bumms-Gefühl hat dahinter, wie bei anderen Waffen, wegen dem Sound vor allem. Dass das geht nur so, aber ich glaube, es ist auch nicht so, dass es worauf das Spiel abzielt so insgesamt. Absolut verkraftbar. Aber also vom reinen Gunplay, also vom Gunplay jenseits des Sounds, fühlt sich das sehr gut an tatsächlich. Das ist eine schöne Waffe, die behalte ich hoffentlich eine ganze Weile noch. Hallo Vieh. Oh. Ah, es ist aufgestanden. Ich dachte, es war tot. Halt. Ah, ich glaube, ich brauche ein bis zwei Schläge für die Dinger mit dem Hammer. Dann brauche ich eher drei. 200, 100. Wobei, ich mache jetzt einen Volltreffer-Schaden. So ist nicht. Ah, und weg ist die Anzeige wieder. Das gibt's doch nicht. Da war sie gerade. Oh, Mann. Kann so nicht gucken. Bam. Ein Silber wäre es, eine Kombination zu machen, aus den Waffen erst zu Boden werfen, dann bluten lassen, so in der Richtung. Aber ich weiß auch nicht, wie zuverlässig jetzt dieses zu Boden werfen eintritt. Da habe ich nie drauf geachtet, tatsächlich. Ich meine, das passiert, glaube ich, ziemlich oft. Aber wie gesagt, Zuverlässigkeit kann ich nicht wirklich beurteilen. Da fehlt mir da genauere Analyse. Aber ich muss da vorne hin. Zum Kind? Du ein Mädchen oder ein Junge? Ich glaube ein Mädchen. Hallo, ist mal. Nein. This station's under the protection of the corporate compliance crew. Altes Mädchen sogar. Cause me and my sunshine, that's my gun if you were wondering. We don't take kindly to marauders. Okay. A coherent enough response, I reckon. Must be true. Ja klar. You're clear. But I would caution you against pressing on ahead. This station's plumb crawling with marauders, you know. Okay, cool. I take it you ain't met the other C3s. Me and Sunshine nicht. Are doing exactly what we've been tasked with. You want more details? Nein, ist okay. You ought to talk to my crew. They're guarding a small barracks to the southeast, by the edge of the mountain.
Okay, das ist schön. There is nothing I'd enjoy more, but the C3s play it by the book. Usually. Go petition the boss man. Maybe you can convince him to alter my duties. Mhm. Mal gucken. See that path that runs underneath that giant archway? Follow it on down. There's a little station near the cliff. You'll find the rest of my crew there. Okay. Was auch immer. Werde ich ja doch nicht machen. So, in die Stadt rein. Scheint echt eine Stadt zu sein. Nein, es ist nur eine Station. Alles gut. Oh. Oh. Aber ich muss da hin. Ah! Habe ich jemand gesehen? Ihh. Geht aber leicht down, die Robotereinheit. Wenn er so stark wie die anderen, die ich beim letzten Mal versagt habe, zu töten, dann kann ich ja auch mal hingehen und die kaputt machen. Zumindest Sam und Pavali sind schon tot, also die machen auch zumindest viel Schaden. Ja, danke für die Hilfe. Oh. Für die Hilfe übrigens. Wo sind denn die Leute hier auf einmal? Hä? Ach, da! Sind so noch weiter weggelaufen, hört sich aus. Ich habe ein bisschen zu helfen oder sowas. Nein, warum auch? Du da. Nimm das, 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 das. Oh, mal hier. Oh, was? Drei Schüsse bloß und dann war vorbei? Ist aber auch unglaublich wenig. Hä? Ah, was ist der mit der fiesen Waffe? Treffe ich die überhaupt? Na, schade, steht der mal da, also. Der ist weg vom Fenster. Da muss der Dicke. Da kommt er. Ach, da. Ah, bis hier kommst du nicht. Bis hier kommst du nicht. Nachladen, komm. Okay. Hat gerade gehakelt, aber... Na, steht mal auf hier. Ich habe alles alleine gemacht. Ah, die Waffe hat ordentlich Bumps auf jeden Fall. Sehr geil. Und ja, ich bin relativ sicher, ich hätte auch das andere jetzt damit ausschalten können. Das andere Lager. Ja, jetzt geht ihr dahin. Ich glaub's auch. Wie gesagt. Worauf wartet ihr? Warum helft ihr mir nicht, ne? Das dazu. Es war echt nicht so schwer. Und wenn ich es alleine schaffe, das heißt, naja, eigentlich zu dritt, hätten wir es auch zu fünf geschafft. Also erst recht, natürlich. Ich musste vorne fix hinlatschen, weil da ist irgendwas, was ich haben will, glaube ich. Kleine Bucht auf jeden Fall. Oh. Hallo. Aua, aua, aua. Sind Gegner zwar mehr, als ich dachte. Ich habe gar nicht mit Gegnern gerechnet an der Stelle gerade. Aber ist okay. Komme ich mit klar. Haha. Speer mag ich nicht. Boom. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Da lebt doch einer? Oh, ein Möter. Den habe ich nicht gesehen. Vielen Dank. Scheint nichts weiter zu sein. Wahrscheinlich ist es einfach super geil, ich gehe jetzt nicht hin. Ich habe nicht mehr Bock, dahin zu gehen. Verpasst das aber, was soll's. So, Level Up habe ich gleich. Bin ich auch sehr froh. Ach so. Hä? Aber hier muss ich jetzt runterspringen, von ganz oben oder wie, oder was? Ah ja, genau. Gespaltener Fels. Schön. Da unten stand ich ja mal. Oh, Thor's Hammer. Fast. Olymp. Falsche Religion. Ja, genau. Dort stand ich, kam nicht hoch und war sauer. Ist ewig her, ungefähr 2 Wochen, aber ja, ich erinnere mich. Also, ziemlich genau 2 Wochen sogar. Ja, nun ja. Jedenfalls wollte ich gerade noch sagen, heute mache ich halt eine kürzere Aufnahmesession. Das heißt, ich schaffe es auf keinen Fall, 3 Level zu machen, aber 2 schaffe ich tatsächlich. Erstaunlicherweise. Weil ich eben auch sehr kurz vor Level Up war, vor Aufnahmeende beim letzten Mal. Da ich noch eine ganze Menge Folgen habe, die ich jetzt nicht rendern konnte, fertig rendern und hochladen konnte, muss ich entsprechend nicht so viel Vorarbeit leisten und muss mich eher um die anderen Sachen kümmern. Aber das ist erst ab nächster Woche wieder der Fall. Ich will ja meinen normalen Aufnahmetonus wieder rein. Danke übrigens, oder bitte meine ich. Ja. Nix. Nix von ihr. Außer ein Danke, was mir nix bringt. Ist hier nichts zum Looten? Doch, da. Will auch mein. Ein Dietrich ist besser als kein Dietrich, würde ich sagen. Nicht viel, aber doch schon.
Er ist hier nicht. Ach, eine Leiter. Oh Mann, ich bin doch im Prinzip Level hoch. Wann ist denn das so weit? Versiegelt, schön. Wenn ich hier reingehe, bitte, ja? Gib mir die XP, die ich brauche. Ich brauche vielleicht noch 2. Vielleicht 10. Auf keinen Fall mehr als 1000. Na, vielleicht schon.